Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean Till the End of Time. Im letzten Part haben wir den 4D Space betreten und erstmal einiges erfahren. Wir sind eigentlich ursprünglich. Okay. Wir sind eigentlich nur ein Online-Spiel, könnte man sagen. Wir sind erschaffene Programme von diesen Leuten hier. Und leben nur in deren Welt. Oh, hier kann ich was kaufen. Cool. Aber er hat nichts Gescheites. Na gut, wenn du nichts Gescheites hast, dann nicht. Ich komme halt auch nicht als so merkwürdig rüber. Ich hab nicht mal was gesagt, beruhig dich. So. Sophia. Hey, Fate, wir sind von dort rausgekommen, oder nicht? Durch meine Kraft. Ich weiß, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich möchte es nicht glauben, aber es ist wirklich wahr, oder nicht? Ich denke, ich muss akzeptieren. Hier haben wir den Screen. Ist das der berühmte Monitor, aus dem die Leute rausgekommen sind? Ja, wenn du daneben stehst, dann, fühlt es sich so an, als würde eine kalte Energie herauskommen. Kannst du wirklich fühlen. Was ist das? Spirituelle Geschöpfe müssen hier in Arbeit sein, okay. Sehr interessanter Bildschirm. Da ist noch wer. Ah, noch ein paar Electrics. Und wieder Fresh Sages aufstocken. Das war der wichtige Laden. Was sagt ihr noch so? Das ist eine von den Satellitenstädten von der verlorenen Stadt. Genannt Archive. Verlorene Stadt. Und wir denken, wir cosplayen gerade. Gut. Warum auch nicht? Okay, Jemity ist anscheinend so eine Vergnügungsstadt. Wollen wir noch mal sehen, was wir dort so treiben können. Können wir hier speichern gehen oder so? Können wir tatsächlich. Better safe than sorry, wie man so schön sagt. Und einmal ausruhen. Was war das? 10.000 Vollwert? War das gerade echt so viel? Meine Güte. Ich hoffe, ich habe mich nur verlesen. Okay. Schon besser als 10.000. Sind hier außen noch irgendwie rum, den ich kenne? Ja, Cliff. Cliff, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Was ist das 4D Space? Das ist irgendwie antiklimatisch.
Wir haben das alles hier aufgebaut und haben gesagt, dass der Creator hier lebt. Und das ist dieser Ort? Ich habe irgendwie was erwartet. Irgendwie in der Richtung von einem Dämonenhort oder einem Himmel oder irgend so eine Art. Ja. Wir haben halt gedacht, der Creator und 4D-Wesen. Und dabei sind es halt einfach nur normale Menschen, die ein Online-Spiel entworfen haben. Like a transport. It says Gemini is an amusement city. Wonder what it's like. Oh no. We'll just have to go find out for ourselves. Okay. Ich meine, ja, die Erde ist ein Problem, beziehungsweise unser Universum ist so gut wie komplett zerstört, aber wir gehen erstmal zu einer Amusement Area. Okay, ich kann anders von rein. Ja, ab nach Gemini. Ups. Yay! Willkommen in Gemini! Muss tatsächlich so ein bisschen was aufgebaut haben, damit es ein bisschen aussieht wie Eternus 4. Das ist die Stadt Gemini, dass die Flat uns was von gesagt hat. Wow! Dieser Ort ist komplett anders von dem anderen Ort. Einige der Gebäude sehen sehr bekannt aus. Wenn ich mir den Ort angucke, dann bringst du wirklich den Fakt wieder in den Kopf, dass diese Leute unsere Welt geschaffen haben. Ja. Keine Zeit rumzuquaken. Wir müssen für das Terminal suchen, um diese Eternals 4 zu betreten, die von Flat uns gesagt hat. Okay. Wir sollten das Terminal suchen. Also gehen wir jetzt mal außen rum. Schauen mal, vielleicht ist ja trotzdem noch irgendwo was versteckt. Aha, schau mal hier. Reifebären. Book of Prophecies 5. Recording Party cannot. Okay. Zwei Drittel Casting Time. Maria? Weißt du was? Du wirst schneller zaubern können. Das ist ein verdammt gutes Item. Einfach mal ein Drittel der Zauberzeit weg. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, hi. Okay, sie heilt uns einfach mal. Sie auch. Gut. Okay, er rennt der Rüstung rum, war sie zu schwer für ihn. Sehr gut. So, ab für der Muscle Garden. Take a look, take a bye. So. Hier gibt's sogar den nochmal. 22.000 mögliche Preise an. King Kitchen Knife, Raise Cooking Success Rate. Komm, einmal nehmen wir mit. Auch wenn's recht teuer ist. Falls dann mal irgendwann nochmal was Invent erfinden will, habe ich jetzt die Möglichkeit immerhin, um besser zu erfinden. Also, um mich. So eine Bar. Mit einer großen Truhe. Noch mehr Synthesematerialien. Oh yes. Ja. Und ein weiterer Shop. Da mutte mal, ich habe nicht genug Geld, um mich hier jetzt voll auszurüsten. Denn hier bekommen wir die Laser Weapons. Yay.
welche, wie gesagt, gut für eigentlich jeden ist. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas habe, was ich verkaufen kann. Nicht mal Rüstung nicht verkaufen kann. Dann nehmen wir erstmal ein Schild mit. Und eine Laserwaffe. Mehr kann ich mir gerade nicht leisten. So. Das heißt, du bekommst jetzt mal hier dein Schild. Und du bekommst dann die Laserwaffen. Okay. So. Ein weiterer Shop. Ah Gott. Mein ganzes Geld ist doch schon flöten gegangen. Ah, hier kann man nochmal den Pomelo Juice kaufen. Okay, aber sonst ist hier nichts weiter Wichtiges. Alles klar. Und wir können hier weitergehen. Hier ist an. Sieht halt aus wie die Königin. Von Aquaria. Wo bringt uns das bitte hin? Das Bunny Race. Okay. Dann zieh ich mal her. Die Laser für 10 Punkte. Giant King Trap. Bent Mystic Blade. Scumbag Slayer. Bunny Shoes. Pomelo Juice. Bunny Race Trophy. Hier meine Punkte nicht, wenn ich um Preise hole, was? Warte mal. Ich möchte ein Ticket kaufen, so. Hey, Perfekter. Probier's einfach mal, hey. Keine Ahnung. Machen wir auf einmal ein Bunny Race mit. Wir müssen auf das 1 und 2 gewinnen. Bisher sieht es ganz okay aus. What? Okay, es ist einfach mal gesprungen und hat alle anderen erschüttern lassen. Das war ja gemein. Eins liegt jetzt ganz hinten. Eins ist total abgeschlagen, 4 und 3 gehen vorne weg. Das ist eine Variation auch von einem Minispiel von Star Ocean 2. Dann kann man das anscheinend nicht wirklich selber beeinflussen diesmal. Oder nachschauen, wie gut denn die Leute sind. Kann man das irgendwie auch beschleunigen oder irgendwas? Nö. Man kann sich die komplette Map angucken lassen. Aber 1 und 2 sind komplett hinten. Ja. Na gut. Verloren. Okay.
Aber von da bin ich, glaube ich, gekommen. Also gehen wir mal da raus. Ein bisschen merkwürdig. Man kann hier nicht mal gucken, wie denn ungefähr die Hasen drauf sind. Was ja beim letzten Ding möglich war. Dadurch konnte man sich sagen, ja, okay, vielleicht gewinnt eher der oder der. Aber gut. Was haben wir hier? In die Mitte gehen wir zuletzt. Ruinic Chess Reception. Was ist das denn bitte? Willkommen, junger Mann. Du bist zum richtigen Ort gekommen, um Ruinic Chess zu spielen, okay. Hm, ist das dein erstes Mal hier? Ja, ist es. Ah, wie schlimm von mir. Dann erlaube mich, mich vorzustellen. Ich bin Duke Gotaren, okay. Was soll ich denn? Bekanntschaftsmann. Hallo, ich bin Fate. Nett, dich kennenzulernen. Ha, was für ein, freundlicher, höflicher junger Mann du bist. Ich mag dich, Junge. Ich habe ein Gefühl, dass wir, uns hier treffen sollten. Lass mich dir zeigen, wie man dieses noble Spiel spielt. Sicher? Ja, gerne. Erlaub mir zu erklären. Es gibt drei Typen von, Leuten. Okay, das wissen wir. Deine Seite ist weiß und die gegnerische ist schwarz. Bewegung ist praktisch zugbasierend. Du bewegst dich zuerst. Sobald du alle deine Züge gemacht hast, ist der Gegner dran. Jedes Piece bewegt zu einer bestimmten Sequenz. Okay. Also der Dieb bewegt sich zuerst. Dann der Symbologe und als letztes der Krieger. Okay. Okay, beginnen wir einfach mal von dem ersten und probieren einfach mal. Mal schauen, ob wir das schaffen. Das ist ein Symbologe. Der Symbologe ist schwach gegen den Dieb. Da packe ich den Dieb dahin. Der Krieger ist schlecht gegen den Symbologen, also packe ich den dahin. Und der Dieb ist schlecht gegen den Krieger, also packe ich ihn dahin. Genau, damit kommt es zum Kampf. Kann drei geben. Scheint nicht wirklich viel zu bringen. So, der Dieb macht den Symbolen fertig. Und der Symbologe macht den Krieger fertig. Okay. Yay. Sieg. Bim, 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 bim. Was für ein fantastisches Spiel. Nimm diesen Preis. Erst passt zu diesem Level. Okay. Nehmen wir mal Level 5 gleich. Überspringen wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, was hier noch so für Schwierigkeiten gibt. Okay. Das sind Bloge Diebkrieger. Jetzt sind Dieb hinpacke.
hier den Krieger und da den Symbologen. Achso, halt. Okay, ich kann meine nur rechts hinpacken. Da ich aber den Dieb am wenigsten brauche, habe ich hier den Dieb hin, oder? Ne, warte mal, hier habe ich den Dieb hin. Hier den Symbologen. Und ganz außen den Krieger. Symbologen als allerletztes. Hier den Krieger hin. Und hier den Dieb. Das sollte klappen. Der Dieb geht nach vorne. Der Symbolist geht nach vorne und der Krieger geht nach vorne. Wenn der Dieb jetzt nach vorne geht, welcher als erstes zieht, verliert er gegen den Krieger. Als nächstes muss sich der Symbologe bewegen. Entweder geht er nach vorne oder nach links. Er geht aber nach vorne. Dann muss er gegen ihn kämpfen. Und verliert. Und als letztes ist der Krieger ganz außen, geht nach vorne. Der kann zwar den Krieger und den Dieb besiegen, aber ganz am Ende ist der Symbologe da. Fertig. Aber jetzt wird er fertig gemacht, genau. Perfekt aufgegangen. Din, 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 din. So. Einfach genug. Was für ein fantastisches Spiel. Nimm den Preis. Reifenbeeren, Die sind schon nicht schlecht. Dann nehmen wir jetzt mal Level 8. Schau mal, wie interessant das wird. Viel Geld habe ich nicht mehr. Eieiei. Vier Leute. Der Symbologe wird sich zuerst bewegen. Er hat zwei Symbologen. Bin ich hier? Hier ein Dieb rein. Der Symbologe sich zuerst bewegt von ihm. Dann hier den Krieger. Hier den Dieb. Und da den Symbologen. Probieren wir es mal. Mal schauen, was passiert. Der Dieb geht nach vorne. Mein Dieb geht nach vorne. Noch ein Dieb, also. Der Symbologe geht nach vorne. Der Krieger geht nach links. Das sollte halt nicht passieren. Ja, jetzt vernichtet er nämlich leider meinen Krieger. Und das war's dann. Ich habe halt jetzt... Das ist im Endeffekt dann unentschieden. Nehmen wir an. Es sei denn, die vernichten sich jetzt gegenseitig.
Ja, unentschieden. Okay, es ändert sich aber auch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Symbologen erstmal hier hinpacke. Oder was hat er da drüben? Ein Dieb. Das heißt, hier kommt ein Krieger hin. Hier kommt ein Symbologe hin. Weiterer Dieb hier unten. Warte mal. Wenn ich hier stattdessen einfach einen Dieb reinschmeiße und dann danach den Krieger, sollte das noch besser gehen. Und hier kommt jetzt an einfach der Symbologe hin. Und danach noch ein Krieger, damit er einfach langsamer ist. Der Krieger ist relativ egal dann. Probieren wir es mal. Sollte so jetzt aber sogar klappen. So. Der bewegt sich nicht, der bewegt sich nach links. Der bewegt sich nicht. Der auch nicht. Der bewegt sich dahin, macht dich fertig. Nicht bewegen, gar nicht wirklich. Du machst jetzt den Symbologen fertig. Dafür macht dich jetzt aber auch der Krieger fertig. Wenn halt der Dieb mal zur Seite gehen würde. Mein Dieb müsste nur eins rechts zur Seite gehen, dann könnte mein Krieger hoch und den Dieb vernichten. Okay, jetzt geht er sogar weg. Okay, das geht auch. Jetzt wo er weggeht, sollte jetzt mein Dieb in der Lage sein, hinterher zu gehen. Mein Krieger geht zum Dieb. Der bleibt stehen, der bleibt auch stehen, jawohl, dann haben wir es. Ne, er bleibt nicht stehen, er greift sogar an. Okay, damit haben wir das aber. Warum gehst du rückwärts? Nein. Sinnlos. Ja, geht wieder vor und wieder zurück, weißt du? Das ist doch gerade Bullshit. Jetzt gehst du nach links, oder? Nee, immer noch nicht. Wow. Was soll das denn jetzt? Geh doch nach links. Ja, ich hab das Spiel geglitscht. Wow. Ja, ich habe das Spiel geglitscht, yay. Draw, the turn is over. Ist klar, weil ich halt zwei Leute habe. Also, das war Blödsinn. Wow. Aber immerhin hört es nach einer Weile auf. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn es nicht aufhört. So. Hier kommt ein Krieger hin. Hier drüben kommt ein Dieb hin. Unten kommt ein Krieger hin. Und kommt ein Symbologe hin. Hier kommt noch ein Krieger hin, so. Schauen wir doch mal, ob es jetzt besser wird.
Mein Dieb geht nach vorne. Unser Logger geht nach vorne. Mein Krieger geht nach vorne. Und der Krieger geht nach links. Das ist nicht unbedingt das Optimalste, aber hey. Den kriegen wir weg. Der Dieb bewegt sich sogar nach vorne. Perfekt. Ich kann meinen Dieb jetzt nämlich hinterhergehen. Na, oder auch nicht. Das endet wieder in einem Unentschieden. Dann mach ich meinen fertig. Gehst da rüber, ja. Jetzt mein Symbologe halt weg für den Krieger da hinten. Und mein Dieb ist jetzt auch weg. Also, das habe ich verloren. Dass man es halt aber auch nicht irgendwie abbrechen kann. Ein bisschen blöd. Aber gut, ich würde sagen auch, ich versuche hier noch ein bisschen was. Und schau mal, was ich für Preise kriegen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.